Einmal Pipa. Tja, die meisten Leute wollen wirklich was lernen. Man sieht Peking-Form, die lernen wir ja hier, und dann ist man am Anfang, denkt man, warum dauert das so lange, können wir das nicht irgendwie schneller machen? Man guckt dann im Internet, ob man das irgendwann schneller beigebracht kriegt und so. Ich verstehe das, aber das ist eben, also ich verbinde das mit Meditation, so wie Yoga eigentlich auch sein sollte. Also Bewegungen, etwas weniger Bewegung im Sitzen, dann Atemübung und dann Meditation. Ob nun Qigong oder Yoga, das Tai Chi, was wir machen, ist langsames Qigong, kann man eigentlich sagen. Die Peking-Form ist ja so auch entwickelt. Aber die Qigong und ein bisschen Yoga-Varianten, die wir hier machen, und selbst das die Atemübung, ihr merkt das. Also bis auf den Trompeter, die Ansage, dass ein vollständiger Atem, Flaschenatem gut wäre, so Hinweise, aber kein, das ist jetzt der so und so, das müssen wir lernen, nee. Aber es geht wirklich um Körperwahrnehmung und Entspannung. Und das sind Sachen, die endlos sind. Die Formen eigentlich auch. Ne? Das ist halt dieses Yoga-Problem. Ne? Dann sieht man jemanden, der diese Pose macht, und dann denkt man, man muss sie genauso extrem nachmachen, dann hat man es geschafft. Die Praxis des Einnehmens, des freundlich aufmerksam und gelassen sein mit seinem eigenen Körper, die Körperwahrnehmung, ja, und die Entspannung währenddessen, des Reingehens in diese komische Form, des Bleibens und weiter Entspannen in der Form und wieder rausgehen, ist wichtig. Nicht, dass sie so extrem aussieht. Ja. Das kann man den Krankenkassen und dem Affengeist der Leute, die da dran gekommen sind, also an das Yoga damals, vorwerfen. Und den Meistern, dass sie halt, aber kann man auch nicht, ne, wenn die davon leben müssen und eben die Leute alle nur sowas wollen. Also ich mache das nicht so. Ne? Ich mache das nicht so. Teile wichtiger werden. Wirklich eine kurze Zusammenfassung von der Pipa, weil wir haben das schon auf den vorherigen YouTube-Videos. Wenn ihr wollt, grüßt, stellt Fragen. Weiter geht's. Wieder so ein merkwürdiges Wetter. Kniestreifen, das letzte. Das ist ja schon das letzte Kniestreifen. Das haben wir 2 Monate lang gemacht. Dann weich werden, halber Schritt. Den kann man nehmen. Also die Hüfte ist jetzt nach vorne mehr gedreht. War sie ja vorher schon. Ich bin mit dem Gewicht am meisten im linken Bein vorne. Achte mehr auf das Gewicht. Beide Hände sind schon so ein bisschen an unsere imaginäre Glasplatte in der Mitte gekommen. Und wenn ich jetzt nach hinten verlagere, bleibt der Oberkörper nach vorne ausgerichtet, aber die Hüfte dreht nach rechts. Die obere Hand beschreibt einen Bogen zu mir und die unteren Bogen von mir weg. Ja. Und zum Schluss bleibt das A. Gewichten, beide Hände kommen in Bewegung aneinander vorbei und im letzten Moment bildet sich das A und der Hacken wird aufgestellt vom linken Fuß. Das kann man auch nehmen, um erstens zu überprüfen, bin ich wirklich mit der Hüfte nach da, ich vermauschel das auch ein bisschen, bin ich wirklich verdreht, das fühlt sich eben sehr merkwürdig an. Das ist halt so ein Aufspannen für das nächste.
die Finger locker. Okay, noch einmal nach vorne und dann war es das für unser Tai Chi. Also Mann und Frau, wir alle müssen das natürlich öfter machen. Ich noch mal das A angucken. Vielleicht die Schnappschüsse noch mal. Also den kennt ihr, das ist ja vom Kniestreifen. Den nehme ich als Schnappschuss, wenn mein Gewicht vorne links richtig ist. Die Hände sind an dieser Glasplatte. Und natürlich der letzte. Ja. Weil das mit den beiden Bögen, denke ich, kann man nachher noch lernen. Man weiß, die sollen, die Hände gehen aneinander vorbei, um dieses A einzunehmen. Aber das Standbein ist rechts, Hüfte nach rechts, Oberkörper aber mehr nach vorne, Hacken aufgestellt und entspannen ist wichtiger. Ja. Einmal andere Seite und dann ist gut. Eins, zwei, drei. Genug. Wie viel haben wir noch? 22. Wunderbar. Danke fürs Mitmachen.